Quä Nummer 8, Stachelbeere. Douglas sind speziell unreifer Apfel und neben dem unreifen Apfel haben wir hier auch noch ein bisschen Birne mit dabei. Die Idee für das Produkt war, einfach etwas mit richtig viel Säure produzieren zu wollen, damit man das eben auch mal vielleicht zum Fisch wirklich zur Speise kombinieren kann. Die Stachelbeere, die bietet uns hier richtig Säure. Die bekommen wir vom Biohof Schöneiche. Also das heißt, alles, was wir verarbeiten, 99%, haben wir immer als frisches Obst. Da legen wir großen Wert, weil so können wir eben die Rohwarenqualität immer wirklich auch beeinflussen. Die Stachelbeere bringt natürlich grasig grüne Noten. Sie bringt sehr viel Säure. Und durch die Kombination mit der Birne breche ich die harte Säure. In der Nase ist die Stachelbeere, da kommen aber auch leicht exotische Anklänge. Die Kombination mit der Stachelbeere und der Douglasienspitze, diese Idee kam, weil wir früher auch in der Küche bei uns immer schon die Douglasienspitze verwendet haben, um Lachs zum Beispiel zu beizen. Douglasie, wenn die im Mai mal anschiebt, dann bringt die so eine zitronig, ja fast eher limettenartige Duftigkeit in diesen ganz feinen, zarten Spitzen, gleichzeitig ein bisschen dieser Duft von Rose. Und da dachte ich mir, das könnte eine gute Kombination sein. Ja, und man riecht es auch, diese Douglasienspitze, diese leichte Ätherik, die sich mit der Stachelbeere paart. Im Mittelstück sehr klar, sehr kräftig, die Säure, die im Abgang auch bleibt. Und so ist es eben auch wirklich eine gute Kombination in der Speise, vielleicht wieder zum Lachs oder zum Saibling, zur Lachsforelle mit einer Wassermelone. Das könnte ich mir da gut vorstellen. Auf jeden Fall ein Fan, der Säure liebt, findet es hier. Ich glaube, es ist mit einer von den Prosecco's, die am meisten Säure haben. Und man sieht es auch, wenn man mal reinschaut, nach einer gewissen Zeit gibt es auch, wie beim Weinstein, beim Wein, auch hier kristalline Ablagerungen. Lasst euch nicht dran stören, es ist ein Zeichen von Qualität. Wen das stört, der nimmt einfach die Flasche und schlägt sie auf, dann löst sich es auf und ihr seht auch, beim Einschenken im Glas ist es nicht mehr da. Viel Freude mit der Cuvée Nummer 8.